Ich rede heute mit Marco vom Brotfunk-Podcast über die neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg und was in Deutschland bald für Entscheidungen zu erwarten sein werden. Sei gegrüßt, Marco. Servus, hallo. Ich glaube, bevor wir inhaltlich starten, gebe ich mal ein kurzes Update zur Frontlage. Ihr seht gerade aktuell schon eine dieser ganzen Frontline-Maps, also Frontkarten, die man im Internet googeln kann, hier aufgeschlagen. Also gebt einfach Ukraine Frontline Map in irgendeine beliebige Suchmaschine ein und ihr findet solche Karten auch. Auf jeden Fall schauen wir uns nämlich mal an, wo Russland seine neueste Offensive gewagt hat. Der erste Abschnitt, der sehr, sehr wichtig ist, ist die Region Kharkov. Hier hat Russland bei den zwei Städten Lipsi und Wovchansk, wartet kurz, ich zeige euch das hier mal. Hier auf der linken Seite seht ihr Lipsi, also das rote Gebiet sind russische Eroberungen, das gelbe Gebiet sind umkämpfte Zonen. Naja, und das, was noch nicht erobert ist, das seht ihr halt in normalem Weiß. Also Russland ist hier vor Lipsi und vor Wovchansk vormarschiert und ihr seht, ins Stadtgebiet von Wovchansk ist Russland schon eingedrungen. Russland möchte diese Städte erobern, um den Beschuss der russischen Stadt Belgorod, die hier etwas im Norden liegt, zu verhindern. Ihr seht, leicht im Süden hier liegt die ukrainische Stadt Kharkov. Das heißt, die Ukraine, für die wäre es absolut katastrophal, sollte Russland hier einen weitergehenden Durchbruch erreichen. Und hier oben seht ihr noch ein Problem für die Ukraine. Sollte Russland hier ein Durchbruch gelingen, dann könnte es sein, dass die Ukraine dieses gesamte Gebiet hier zwischen Kupiansk und Wovchansk aufgeben muss. Die Frontlinie sich also wieder deutlich Richtung Kramatorsk verschiebt. Aber das steht aktuell noch in den Sternen, ob das passieren wird. Zuerst mal finden hier die Schlachten um Wovchansk und Lipsi statt. Und ein bisschen östlich von Lipsi, ihr könnt es hier sehen, ich gehe hier noch mal ein bisschen näher ran, hat Russland hier auch noch eine Offensive gestartet, die aber etwas kleiner ist. Also wird sehr interessant zu sehen sein. Also wie gesagt, hier ein bisschen westlich von Lipsi müsste Russland auch noch ein bisschen Territorium besetzen, wenn es den Beschuss von Belgorod effektiv unterbinden will. So, also, es ist fraglich, wie Russland hier vorgehen wird. Sie liegt sicherlich auch vom Fortschritt an, ab, den Russland hier macht. Wenn Russland nicht weiter vormarschiert, dann wird es sich wohl damit zufrieden geben, eine Schutzzone um Belgorod errichtet zu haben. Die Ukraine beschießt dort nämlich immer wieder zivile Infrastruktur. Aus gleichem Grund könnte Russland hier etwas weiter nordwestlich auch in Sumy-Offensive starten, eben um den Beschuss russischer Grenzregionen zu unterbinden. Aber die ist aktuell noch nicht gestartet worden, deswegen besprechen wir die hier nicht. Also soll auch nur ein ganz kurzer Überblick werden. Deswegen gehe ich auch schnell zum nächsten Frontabschnitt. Dort, wo Russland zuletzt noch ein paar Fortschritte erreicht hat, ist tatsächlich die Stadt Bachmut beziehungsweise Artjomovsk, wie sie ja, in der Ukraine heißt, also Bachmut ist der alte Name, Artjomovsk der neue. Und Russland hat der Stadt jetzt wieder ihren alten Namen gegeben, nachdem es sie zurückerobert hat. Russische Truppen sind hier etwas westlich von Bachmut, nämlich in Chasiv-Jar eingerückt. Das ist die erste Stadt, also das ist die letzte Stadt, die vor Konstantinowka, also diesen großen Knotenpunkt hier liegt. Und es ist eine Bergstadt. Das heißt, sollte Russland die erobern, dann sieht es für die Ukraine auch ganz, ganz schlecht aus, weil Russland hier strategisch günstige Positionen erobern würde. Wie gesagt, dann sähe es schlecht aus für die Truppen in Konstantinowka und hier unten in Toresk beziehungsweise Dscherbinsk. Denn die Truppen hier unten, denen droht, wenn Russland vor Awdijiwka, das ist der andere Ort, wo Russland gerade einen Vorstoß wagt, weitere Fortschritte machen sollte. Also Awdijiwka ist ja Anfang diesen Jahres gefallen und Russland ist westlich, ja, rund 10, 20 Kilometer vormarschiert. Also das sind ordentliche Vorstöße. Die Ukraine hat Mühe und Not, die Front zusammenzuhalten. Und gerade deswegen ist die Offensive, die Russland an Kharkov begonnen hat, so katastrophal. Die Frontlinien werden überdehnt und die Ukraine kann die Front nicht mehr halten. Also hier seht ihr, Russland steht gerade bei diesem Dorf Orychine. Das hat Russland fest erobert. Aslanglitska ist das Dorf, was hier direkt an der Front ist. Und wenn Russland hier nach Norden oder nach Westen noch weitere Vorstöße wagen sollte, dann könnte die Lage für die Ukraine tatsächlich prekärer werden. Also dann könnte sich die gesamte Front im Donbass mehrere Dutzend Kilometer nach Westen verschieben. Und eventuell könnte dann sogar ein großer Durchbruch drohen. Wie gesagt, die Ukraine hat Mühe und Not, die Frontlinien zu stopfen. Das ist ein Thema, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Denn was auch sehr interessant ist, also vor Bachmut, Chasiv-Jar, hatte ich ja gerade schon erwähnt, da wurde auch das kleine Dorf Klischewka erobert, was die Ukraine unter enormem Blutzoll im letzten Sommer zurückerobern konnte. Und ja, für dieses kleine Dorf sind Zehntausende Soldaten gestorben.
in der ukrainischen Sommeroffensive, die eine Vollkatastrophe war. Ähnlich wie in Rabotyne. Dieses Ruinendorf, muss man mittlerweile sagen, das wurde mehr oder weniger dem Erdboden gleichgemacht. Es ist hier unten irgendwo, Rabotyne, ihr seht, das ist auch wieder unter russischer Kontrolle. Das heißt, die wenigen Eroberungen, Klitschewka und Rabotyne, an den Orten, wo Russland am weitesten vorangekommen ist, nämlich vor Bachmut und hier bei den Eroberungen, die eigentlich Richtung Melitopol gehen sollten, aber nicht mal in die Nähe davon kamen. Also die Eroberung in Saponischia, die begrenzen sich eigentlich auf dieses kleine Dorf Rabotyne. Und selbst das wurde von Russland jetzt wieder zurückerobert, weil die Ukraine die Frontlinie eben nicht mehr halten kann. Die Frontlinie bröckelt an allen Ecken und Enden und genau das scheint jetzt die russische Taktik zu sein, die ukrainische Frontlinie zu überdehnen. So viel auf jeden Fall der Bericht von der Front. Also jeden Tag sterben hunderte Menschen. Es ist eine absolute Katastrophe, was da passiert. Es ist eine Tragödie. Und die hiesigen Kriegstreiber hatten auf jeden Fall nicht recht. Also diese Behauptung, wir müssen nur noch diese Waffengattung liefern. Die Ukraine steht kurz vor dem Sieg. Die ist schlicht und ergreifend falsch. Der Rückhalt Selenskys in der ukrainischen Bevölkerung schwindet gleichzeitig zu den Misserfolgen ukrainischer Truppen an der Front auch immer weiter. Das Vertrauen der ukrainischen Bevölkerung zum gleichgeschalteten Staatsfunk in der Ukraine nimmt auch immer weiter ab. Also die Situation spitzt sich innenpolitisch wie militärisch immer weiter zu. Und das widerspricht ja ziemlich dem Narrativ der hiesigen Kriegstreiber. Marco, wie hast du denn die Berichterstattung in Deutschland in den letzten 2 Jahren wahrgenommen? Also wenn man sich jetzt rein nach den sag ich mal, reichweitenstarken Medien orientiert, dann ist es extrem einseitig. Also da wird meistens Russland einfach mit Putin gleichgesetzt. Also das heißt, da wird aktiv natürlich eine Dämonisierung der Person Putins betrieben, weil einfach das ist Putin, ja, der will Macht. Und das sind alles Sachen, die von ihm befohlen wurden. Also die autoritäre Figur, die wirklich alles anordnet, was vor allen Dingen schlimm ist. Und dann werden vor allen Dingen aktuell immer mehr Horrorszenarien natürlich beschworen. Also da sind sie dann immer versucht, so auf der einen Seite wollen sie Hoffnung lassen, dass die Ukraine doch noch gewinnen kann. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch die Stimmung in der Bevölkerung entsprechend beeinflussen, dass man sagt, naja, wir müssen die halt noch stärker unterstützen, weil da gibt es dann so, für die Ukraine wird es knapp oder die Hoffnung schwindet. Also das heißt, das sind immer so ähnlich der Dramaturgie in einem Film, wird da einfach sehr stark narrativisiert. Oder eine Schlagzeile, an die ich mich erinnere, ist, diese Horrorwaffen setzt Putin jetzt ein. Also das ist so, von Horrorwaffen zu sprechen, ist eigentlich ein Pleonasmus, ja, weil jede Waffe dient nun mal dem Zweck, Menschen auszuschalten und das machen sie dann mehr oder weniger effektvoll, aber es sind alles Horrorwaffen, der ganze Krieg ist Horror und dann solche emotionalen Phrasen da reinzubringen, zeigt halt, Da wird ein Gefühl angesprochen. Also da will man eine gewisse Stimmung in der Bevölkerung wecken, da will man Rückhalt erzeugen für Waffenlieferungen, für ein Fortsetzen dieses Kriegs, denn angeblich könnte die Ukraine ja gewinnen, wenn man nur. Und dieses wenn man nur ist halt eigentlich kaum zu bestimmen. Ja, da hast du absolut recht. Das ist ein typisches Merkmal der Kriegspropaganda. Dieses, der Feind setzt verbotene und besonders schlimme Waffen ein. Ja, also wie gesagt, es gibt ja Waffen, die international geächtet sind, die von Russland eingesetzt werden, aber es gibt auch Waffen, die geächtet sind, die von der Ukraine eingesetzt werden. Wie beispielsweise Streumunition oder Uranmunition oder Kriegstaktiken. Russland hat in diesem Krieg viele Zivilisten getötet, beispielsweise bei der Besetzung der Vororte von Kiew, Butscha und Irpin. Aber die Ukraine beschießt andauernd, ich hatte es vorhin schon erwähnt, die russischen Grenzregionen und dort gezielt Weihnachtsmärkte und Wohnblöcke. Also die Ukraine bekämpft dort keineswegs die russischen Truppen, sondern sie bekämpft dort alles an Infrastruktur, was irgendwie da ist.
In Donetsk beschießt die Ukraine seit 2014 Wohngebiete. Das war auch ein Grund, warum Russland unter sehr hohen Verlusten Avdiivka erobert hat. Weil aus dieser Stadt ständig das Stadtzentrum von Donetsk beschossen wurde. Also, das sind alles Dinge, die hierzulande nicht erwähnt wurden. Da heißt es dann nur, Russland setzt verbotene Waffen ein, Russland bringt Zivilisten um, dass die Ukraine genau das Gleiche tut. Beziehungsweise das in einer noch exzessiveren Art und Weise macht. Das kommt in der hiesigen Berichterstattung nicht vor. Ja, zumal eigentlich die Ukraine sich das ja auch gar nicht leisten kann, weil eben, wie man weiß, seit Jahrzehnten ist es aus ja taktischer Sicht sinnlos, Zivilisten zu töten. Ja, das bringt einen nicht weiter. Das heißt, das schwächt nicht den Widerstandswillen des Gegners, sondern das macht einen eigentlich nur verhasster und ist, wenn man es jetzt ganz, ganz kalt betrachtet, Munitionsverschwendung. Also, Also, warum macht man sowas? ja, um Chaos zu erzeugen und um dem Westen zu zeigen, hey, wir können Russland noch angreifen. Beziehungsweise vielleicht auch, um Russland zu unüberlegten Gegenaktionen zu provozieren. Also, man kann nur spekulieren, aber dieses Beschießen der Zivilbevölkerung in Donetsk, das Verstreuen von Blattminen, also man muss sich das mal vorstellen. Die Ukraine streut dort in den Wohnbezirken von Donetsk sogenannte Blattminen ab, also solche Minen, die du im Herbst beispielsweise mit Laub verwechseln kannst. Also die werden dann im Sommer in grüner Farbe und im Herbst in gelber oder oranger Farbe abgeworfen. Das heißt, du fasst die an und dann wird dir die Hand weggesprengt. Also das, ja. Wie gesagt, wir brauchen gar nicht drüber reden. Krieg ist an sich ein Verbrechen und Waffen sind an sich etwas Schreckliches. Aber das sind doch Angriffe, die sich gezielt gegen die Zivilbevölkerung richten, von denen aber hierzulande einfach nicht berichtet wird. Ja, natürlich, weil es ist ja, man hat ja sehr, sehr viel Mühe darauf verwendet, um Russland, also die russische Bevölkerung, eben um das alles gleichzusetzen. Das heißt also, Putin ist Russland, Russland ist die russische Bevölkerung, Russen sind Orks und die verdienen keine Menschenrechte, das sind alles ja bösartige Tiere, die Ukrainer auslöschen wollen und so weiter. Also das heißt, da hat man ganz starke Bestrebungen geleistet, damit das in den Köpfen der Menschen ankommt und damit einfach diese Verbindung sofort da ist. So, oh, die Russen tun schlimme Dinge, moralisch verwerfliche Dinge. Das heißt, alles, was man den Russen antut, ist gerechtfertigt. Alles, was die Ukrainer erleiden, oh nein, da leidet ein, ja, ein europäisches Volk, sozusagen. Also da wird natürlich mit zweierlei Maß gemessen, ja, weil beide Völker verdienen es, dass sie nicht attackiert werden. Ja, also das sind gleichwertige Völker und es ist furchtbar, was da passiert. Aber das kann man halt nicht in irgendeiner Form. Ja, man kann nicht sagen, dass die eine Seite, dass das, was die eine Seite macht, viel, viel schlimmer ist als die andere, weil beide bekämpfen sich da aufs Bitterste. Ja, natürlich, Krieg ist immer ein Verbrechen. Und das wird in den hiesigen Medien aber ganz anders gesehen. Hier wird diese Lüge vom gerechten Krieg erzählt. Hier wird diese Lüge davon erzählt, dass die Ukrainer eigentlich sterben wollten. Da frage ich mich, woher kommen die ganzen Videos von Menschen aus der Ukraine, die zwangsrekrutiert werden? Woher kommen die Zehntausenden Ukrainer, die an der Grenze aufgegriffen wurden, weil sie eben nicht bereit waren, für dieses westliche Marionettenregime da zu sterben? Also woher kommt das alles und wie gelingt es unserer Propaganda, diese ganzen Widersprüche auszublenden? Indem sie, wie du sagst, ausblenden. Also sie veröffentlichen nicht das, sondern sie stützen sich eigentlich einzig auf Quellen aus der Ukraine oder aus NATO-Kreisen oder aus ja, ukrainischen Quellen. Also das heißt, russische Medien sind ja verboten. Auch wenn natürlich so wie bei jeder Kriegspartei Desinformation betrieben wird, aber einfach die russische Perspektive und auch die Dinge, die in Russland mit der russischen Bevölkerung und so weiter passieren, das kommt halt einfach nicht vor. Das wird mittlerweile komplett ausgeblendet, weil man ihnen von vornherein einen Bias unterstellt, der ihre Perspektive einfach ausschließt, der sie quasi nicht, der es nicht wert macht, ihnen auch nur im geringsten Gehör zu geben.
Ja, das ist doch sehr interessant. Würdest du sagen, es fiele der hiesigen Propaganda schwerer, so leicht die Menschen zu desinformieren, wenn russische Kanäle wie Russia Today oder Sputnik hier frei verfügbar wären? Es ist natürlich so, dass ja, die Frage ist, ob sich dann eine gesunde Mitte ergibt. Ich glaube es fast nicht, weil beide Seiten, ja, sowohl Ukraine als auch Russland, haben natürlich ein Interesse daran, dass sie ihre Interessen möglichst plausibel der Öffentlichkeit verkaufen. Das heißt, die Frage ist, kann es vor allen Dingen in einem Krieg ausgeglichene, vernünftige Berichterstattung von Seiten der Russen geben, wie auch von Seiten der Ukrainer? Ich weiß es nicht. Also, wenn man natürlich, so wie wir, jetzt eine geringere Angst hat vor der Berichterstattung, auch wenn sie unausgeglichen ist, dann würde es Sinn machen, ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob wie viele Menschen damit so, ja, zurechtkommen, wenn du plötzlich dann so russische Berichte über ukrainische Verbrechen und so weiter hast, dann, ui. Ist ja auf jeden Fall interessant. Ja, was du gerade gesagt hast, inwieweit würde es von Russland zu einer ausgeglichenen Berichterstattung kommen? Ja, gar nicht. Durch staatliche Kanäle wie Russia Today würde wahrscheinlich russische Kriegspropaganda verbreitet werden. Aber genau das wäre ja gut. Du hättest dann unsere Kriegspropaganda und die russische Kriegspropaganda gegenüberliegen und die Menschen würden dann wahrscheinlich verwirrt von diesen beiden extremen Sichtweisen, die ihnen gezeigt werden, zu neutraleren, zu sachlicheren Formaten wie diesem hier geraten. Also, ich will uns jetzt nicht zu hochheben. Zu sowas wie die Nachdenkseiten, zur, keine Ahnung, zur jungen Welt, zu, Sprich zu Seiten in Deutschland, die sich nicht zu einer einheitlichen Parteilichkeit durchringen, sondern die ganz im Gegenteil sich einfach für Frieden, für Dialog aussprechen und neutral zu bewerten versuchen, welche Seite hat welche Interessen. Und dementsprechend glaube ich, dass man uns auch nur so leicht als pro-russisch framen kann. Ich meine, das ist ja ein Vorwurf, der immer wieder gegen uns kommt, dass wir Putins Propaganda betreiben würden oder so, weil die echte russische Propaganda hierzulande zensiert wird. Einerseits von den großen Tech-Konzernen und jetzt seit Beginn des Ukraine-Krieges auch durch direkte Zensur von der EU, durch direktes Abschalten von Sputnik und Russia Today. Ich habe gestern ein Video von John Mersheimer gesehen. Das war ein sehr aktuelles Video, wo er noch einmal über den eben Ukraine-Konflikt gesprochen hat. Und da hat er eben dann gesagt, dass der Großteil der Menschen Kriege sozusagen aus der ja, über diese wertebasierte Weltordnung betrachten. Das heißt also, für die gibt es eben ja die Gesetzmäßigkeit, also der gerechtfertigte Krieg existiert für die. Und Mersheimer ist ja ein sogenannter Realist, Neorealist. Und er sieht das ganz anders. Und deswegen ist seine Erklärung, also können dieser Erklärung sehr wenige Menschen folgen. Und halten ihn halt auch für einen russischen Troll zum Beispiel. Und wenn man also quasi an Moral im Krieg oder bei der Kriegsführung glaubt, dann wird es halt schwierig, also dann, ja, dann wird es schwierig, dass Leute wirklich nach der Mitte suchen, weil wenn man in moralischen Kategorien denkt, beziehungsweise das Ganze aus der Perspektive der Moral betrachtet, ich glaube, dann möchte man sich einfach auf eine Seite schlagen, ja. Und das ist natürlich dann zum Beispiel jetzt in diesem Krieg ist es natürlich die Ukraine, weil die Ukraine ja angegriffen wurde. Ja, aber die Vorgeschichte, die wird dann wie üblich weggelassen. Also dieser eine moralische Akt, der ist dann das Schlimmste, was je geschehen konnte und das rechtfertigt dann Putin mit Hitler gleichzusetzen und andere Ungeheuerlichkeiten. Aber was in der Ukraine seit 2014 passiert ist, das wird einfach ignoriert. Dass man da einen demokratisch gewählten Präsidenten mithilfe des Westens weggeputscht hat und anschließend die russischsprachige Zivilbevölkerung im Osten massakriert hat, wenn sie es gewagt hat, gegen die neue Putschregierung in Kiew zu demonstrieren. Also bei den Massakern im Mai 2014
in Odessa und Mariupol beispielsweise. Also das sind alles Dinge, die dann in unserer Berichterstattung nicht vorkommen. Dass die Ukraine dann ihre Armee dahin geschickt hat, obwohl Russland und die Separatisten sich immer verhandlungsbereit gezeigt haben, nie darauf bestanden haben, dass die Separatisten zu unabhängigen Staaten werden, die Ukraine immer weiter auf Gewalt und auf Konfrontation gesetzt hat und versucht hat, diesen Konflikt militärisch zu entscheiden. Und dann hat man dieses Minsk-Abkommen unterschrieben, also die zwei Minsk-Abkommen sogar. Und mittlerweile haben sogar Merkel, Macron und Macron sei schon, Merkel, Hollande und Poroschenko. Also die drei westlichen Staatschefs, die daran beteiligt waren, der ukrainische, der deutsche und der französische, zugegeben, dass dieses Abkommen nur dazu diente, die Ukraine weiter hochzurüsten und für einen weiteren Krieg gegen Russland zu wappnen. Die CIA hat zahlreiche Geheimbunker in der Nähe der russischen Grenze betrieben, also bis heute eigentlich. Also das ist vor kurzem erst ans Licht gekommen. Die USA hatten zahlreiche biologische Forschungseinrichtungen in der Ukraine. Academy, ehemals Blackwater, so eine US-Söldnerfirma, hat dort die Militarisierung der Ukraine im Geheimen vorangetrieben. Also die Ukraine, die war de facto schon eng in westliche Militärstrukturen eingebunden, die hat an zahlreichen westlichen Militärmanöver teilgenommen. Und das sind alles Provokationen gegen Russland. Und Russland hat 2021 noch dem Westen Verhandlungen über die Position der Ukraine angeboten. Die Antwort aus Washington war, über den Status der Ukraine gibt es nichts zu verhandeln. Russland hat dann schließlich im Februar 2022 Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt. Die Antwort aus der Ukraine war, den Beschuss von Donetsk und Luhansk zu maximieren. Also der Westen hat immer auf Eskalation gesetzt, aber das wird in dieser, Geschichte vom bösen Russland und dem guten Westen, der ja nur für Freiheit und Demokratie kämpfen würde, beispielsweise durchs Wegputschen der demokratisch gewählten Regierung in der Ukraine 2014, das wird in dieser sehr einfachen Geschichte doch immer weggelassen. Ja, das ist ein sehr interessantes kleines Faktum, was ich heute entdeckt habe, war zum Beispiel, dass man noch 2021 dem Präsidenten Zelensky vom österreichischen Gewerkschaftsbund vorgeworfen hat, dass er im Grunde genommen eine neoliberale Politik betreibt und die Arbeiter immer weiter entrechten wird. Also der hat da schon 2021 ein Gesetz sozusagen vorbereitet, was sozusagen den Arbeitsmarkt flexibilisieren sollte. Und sie haben es dann 2022 auch schließlich durchgesetzt, aber es war schon 2021 eben in der Vorbereitung und dafür wurde Zelensky kritisiert. Da war er sozusagen ein fieser Neoliberaler. Und ja, heute sieht man ihn natürlich dann im allergrößten Teil des Westens als einen Freiheitskämpfer, als einen aufrechten Streiter für sein Volk. Ja, da entdeckt man den Nationalismus auf einmal wieder. Ein aufrechter Freiheitskämpfer und Demokrat, der zahlreiche Oppositionsparteien auf einmal hat verbieten lassen, der Oppositionelle verfolgen und jahrelang ins Gefängnis sperren lässt und mittlerweile alle demokratischen Wahlen abgesagt hat, sowie die Medien hat gleichschalten lassen. So ein wahrer Freiheitskämpfer. Das Vertrauen der Ukrainer in die Medien ist in der gleichen Zeit übrigens kollabiert. Zu Kriegsbeginn vertrauten noch rund 2/3 der ukrainischen Bevölkerung den Medien, jetzt nur noch rund 1/3. Also die Unterstützung für die, wie gesagt, gleichgeschaltete Staatspropaganda, die es in der Ukraine gibt, das ist jetzt keine Übertreibung von mir. Es läuft wirklich überall der gleiche Telemarathon, der den Ukrainern die ganze Zeit vorgaukelt, sie stünden kurz vor dem militärischen Sieg. In diese Propaganda haben die Ukrainer, weil sie eben so wenig mit der Realität zu tun hat, auch kein Vertrauen mehr. Und da ist es doch sehr interessant, was du gerade angesprochen hast, die Wirtschaftspolitik der Post-Maidan-Regime, also sowohl von Poroschenko als auch von Selenskyj, war katastrophal für die ukrainische Bevölkerung. Die Rentner wurden verarmt, die Wirtschaft ist weiter abgeschmiert, die Ukraine hatte andauernd Leistungsbilanzdefizite, hat sich also im Ausland weiter verschuldet und war von westlichen Geldgebern, also von institutionellen Geldgebern, von der EU und von der Wall Street abhängig. Also wer gibt der Ukraine ihre Kredite, wenn Russland es nicht mehr macht? Große Banken aus Westeuropa oder aus Nordamerika. Die haben davon profitiert, dass die Ukraine immer enger in den westlichen Machtblock hineingezogen wurde, während das für die ukrainische Bevölkerung ökonomisch ein einziges Desaster war. Währenddessen ist das Land weiter ausgeblutet und hat nach und nach immer mehr Bevölkerung verloren, was jetzt durch den Krieg noch mal viel, viel schlimmer geworden ist. Also wir Es ist ja sehr interessant, die ukrainischen Rentner, die jetzt
plötzlich durch diesen Krieg Russen geworden sind, also die in Kherson oder Saponischia oder größten Teil von Luhansk gewohnt haben bisher. Die haben jetzt, wenn sie in Russland wohnen, eine deutlich höhere Rente, als sie vorher in der Ukraine hatten. Weil die Post-Maidan-Regime eben alles dafür getan haben, um die Reste des ukrainischen Sozialsystems, die es noch gab, zu zerschlagen. Tausende Menschen sind in den Wintern, nach dem Maidan-Putsch, in ihren Wohnungen erfroren, weil die Gaspreise so explodiert sind. Also vorher hat die Ukraine ja noch billiges Gas aus Russland bekommen. Nach dem Maidan-Putsch hat Russland gesagt, nee, gibt kein billiges Gas mehr. Der Westen hat gesagt, okay, ihr müsst die Gaspreise erhöhen, das hat dann halt die Bevölkerung zu zahlen. Also das sind alles Dinge, über die wurde hierzulande am Rande berichtet, aber nicht groß. Und wenn du es heutzutage erzählst, dann ist das ja sowieso alles böse russische Propaganda. Ja, das waren vor allen Dingen ja auch, vieles waren Auflagen vom Internationalen Währungsfonds. Also das heißt, das Kürzen der Subventionen für Gas, weil in der Ukraine wurde und wird wahrscheinlich immer noch sehr viel mit Gas geheizt oder generell als das einfach als Energie verwendet, und dieses Gas wurde aus Russland importiert und auch die ja für damalige Verhältnisse wohl großzügigen Renten, das war auch einer der Punkte, wo der Internationale Währungsfonds in den Letters of Intent, also das heißt diesen Bedingungskatalog für die Vergabe der Kredite, immer wieder gesagt hat, ja, da müsst ihr kürzen. Das muss runter. Davon weniger. Also das heißt, das waren ja marktkonforme Maßnahmen, die da verlangt wurden. Und ja, das hat natürlich dann auch Folgen für die Zivilbevölkerung, ganz klar. Willst du ja gerade sagen, der Internationale Währungsfonds hat die souveräne Wirtschaftspolitik der Ukraine beschnitten, und zwar viel stärker, als es Russland vorher getan hat, als die Ukraine noch ein russischer Verbündeter war? Ja, man könnte sagen, die sind da seit 1992 sehr, sehr stark dabei. Also sie haben ja sogar einen Kredit vergeben, der überhaupt nicht zurückgezahlt werden muss. Da hängen nicht einmal irgendwelche Bedingungen dran. Aber generell ist der Internationale Währungsfonds, glaube ich, so einer der Hauptgeldgeber der Ukraine überhaupt. Und wir haben ja im Brotfunk, ich glaube, das war vor einem Jahr oder so, hatten wir einen Auftritt bei Erwin, und da ging es eben um den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank und Ukraine. Und das, also ich hatte da ganz, ganz viele Letters of Intent mir auch angeschaut, und das war einfach immer wieder Kürzungen im öffentlichen Dienst, bei den Pensionen, bei den Subventionen, das waren Öffnungen der Märkte und so weiter, Privatisierungen. Also das heißt, die Wirtschaftspolitik der Ukraine ist sehr, sehr stark eben, ja, man könnte sagen, per Proxy von den USA gesteuert, aber auf jeden Fall sehr stark vom IWF beeinflusst. Ja, und im IWF, du hast gerade schon die USA angesprochen, da haben die USA als einziges Land ein Vetorecht. Ja, also sie haben 16% der Stimmen, und alle Entscheidungen müssen mit 85% der Stimmen getroffen werden. Das heißt, wo die USA nicht zustimmt, das wird auch nicht umgesetzt. Ja, das ist doch sehr interessant. Und dieses IWF-Standardrezept, das wurde bis heute nicht groß verändert. Und währenddessen haben sich vor allem beschleunigt seit 2014 internationale Finanzinvestoren die öffentliche Infrastruktur der Ukraine und vor allem die wertvollen Agrarflächen unter den Nagel gerissen. In der Ukraine ist es ja verboten, Land an ausländische Investoren zu verkaufen. Das hat man dann durch 99-jährige Pachtverträge umgangen. Also die internationalen Investoren wie Kagel, die kaufen dann nicht Ackerland, sondern die pachten es für 99 Jahre. Ist de facto fast genauso, wie wenn es verkauft werden würde, aber ja, so kann man halt dieses ukrainische Gesetz umgehen. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum der Westen alles dafür getan hat, dass die Ukraine weiter in den westlichen Marktblock gezogen wird, warum der Westen nicht bereit ist, einen neutralen Status der Ukraine zu akzeptieren. Man hat russisches Kapital dauerhaft aus diesem Land verdrängt und hätte, glaube ich, gerne, dass das so bleibt. Ja, also die Ukraine hat, ich glaube, 25% der weltweit vorhandenen sogenannten schwarzen Erde befindet sich dort in der Ukraine. Und auch
Stahl, soweit ich weiß, also die Eisenerz zur Stahlgewinnung. Und je nachdem, wie viel nach der Entminung und so weiter, also nach diesem furchtbaren Krieg noch übrig bleibt, ist einfach, die Ukraine ist die Kornkammer der Welt. Und da nicht, also da wird natürlich ordentlich mit lokaler Korruption mitgeschnitten, aber auch der Westen kann sich das einfach nicht entgehen lassen. Ja, also das ist viel zu lukrativ und eben fast vor der Haustüre. Du hast lokale Korruption angesprochen und das ist tatsächlich auch sehr interessant. Die Ukraine ist eines der korruptesten Länder Europas. Das spielt auch jüngst bei der Offensive vor Kharkov eine große Rolle. Dort wollte das ukrainische Militär für 800 Millionen Euro neue Verteidigungsanlagen errichten und als die Soldaten da angekommen sind, waren keine Verteidigungsanlagen da. Es sollten drei Linien errichtet werden. Die dritte Linie sollte von Subunternehmern errichtet werden. Die waren nicht da. Die Subunternehmer, die werden jetzt angeblich zur Rechenschaft gezogen. Aber die ersten zwei Linien, die sollten vom ukrainischen Militär errichtet werden. Das heißt, irgendwelche Beamten im Militär, die haben sich da offensichtlich westliche Hilfsgelder im Wert von 800 Millionen Dollar unter den Nagel gerissen, was die russischen Vorstöße vor Wovchansk und Lipsy erst ermöglichte. Ja, es gibt, ich glaube, es gibt sogar Bilder im Internet, die man finden kann, wo eben diese Drachenzähne, also diese Panzersperren, einfach in einem Waldstück abgeladen wurden. Die haben sozusagen die Front nie erreicht, sondern das hat jemand einfach nur wirklich mit dem LKW Ladefläche auf und weg damit. Ja, und ja, das, sorry. Natürlich das, was nicht geliefert wurde, ja, das ist jetzt in liquider Form in den Taschen von irgendwelchen Leuten, die sich das unter den Nagel gerissen haben, ja. Ja, das liegt jetzt auf Zypern bzw. in der Schweiz, also da, wo so ein Geld gerne mal landet. Es war auch sehr interessant, es gab schon vor einiger Zeit einen Bericht darüber, dass das Pentagon bei 59% der gelieferten Waffen in die Ukraine keine Ahnung hat, wo die sich befinden. Also das sind offizielle Zahlen des Pentagons. Diese Waffen könnten sich jetzt zu einem Gutteil auf den Schwarzmärkten dieser Welt rumtreiben. Israel ist eines der wenigen Länder, das der Ukraine keine Waffen liefert, aber nicht, weil Israel irgendwie ideologische Probleme damit hätte oder für Frieden wäre oder so. Nein, Israel hat Angst, dass die Waffen, die man an die Ukraine liefert, in ein paar Monaten bei der Hamas auftauchen, weil man weiß, wie korrupt die Ukraine ist. Also das ist alles kein Scherz. Ja, ja, also man ist, einer der bekanntesten Fälle ist ja auch, das sind die ca. 36 Millionen Euro, die da verloren gegangen sind, weil ein Offizieller sich einfach die eine Lieferung über, ich glaube, 100.000 Mörsergranaten, da sind halt nie Granaten gekauft worden, sondern das ist halt in seinem Geldbörserl eingeschlagen. Und ein verurteilter ja, Waffenhändler, den Zelensky selbst als kriminell und korrupt bezeichnet hat, der ist aktuell der größte Waffenhändler bzw. Dealer in der Ukraine. Also der ist für sehr, sehr viel Import von Waffen zuständig. Ja, also ganz, ganz schnell hat man ihn rehabilitiert, weil, hey, du verstehst was vom Geschäft mit Waffen. Auch wenn du korrupt wie sonst was bist. Ja, wenn du die richtigen Beziehungen hast, dann sind halt manche Sachen nicht so schlimm. Und wie gesagt, die Ukraine ist eines der korruptesten Länder Europas. Das hätte man vorher wissen können, als bevor man da diese ganzen Waffen hingeliefert hat, was die eventuell morgen früh bei Akteuren auftauchen könnten, von denen wir nicht wollen, dass sie diese Waffen haben. Aber gut, jetzt hat man diese Waffen halt geliefert. Da ist die Frage, warum hört man das in den Öffentlich-Rechtlichen nicht? Warum hört man das in den großen Medien nicht, was wir gerade alles erzählt haben? Tja, weil dies natürlich die Unterstützung der Bevölkerung sehr stark reduzieren würde, weil so wie man ja schon Probleme damit hat, wenn Transferleistungen an faule Menschen gehen, hat man natürlich auch ein Problem damit, wenn Waffenlieferungen gar nicht die tapferen blau-gelben Leute erreichen, sondern ganz woanders sind oder gar nicht erst zu Waffen werden. Ja, und ja, das will man sich natürlich ersparen. Ja,
Ja, absolut. Was würdest du sagen? Was sind die Aussichten hierzulande für den Ukraine-Krieg? Es gab ja von Emmanuel Macron schon die Ankündigung, französische Truppen in die Ukraine zu entsenden. Inoffiziell sind französische Truppen schon seit längerem vor Ort. Das ist jetzt kein Geheimnis. Das wurde auch jüngst durch diesen Leak der Bundeswehroffiziere, wo ein Gespräch an die Öffentlichkeit geraten ist, nochmal bestätigt. Französische, britische, amerikanische Truppen sind schon längst vor Ort. Es wird nur nicht offiziell zugegeben. Also, was erwartest du da? Erwartest du, dass aus Westeuropa bald Zehntausende, Hunderttausende Soldaten in die Ukraine zum Sterben geschickt werden? Ich hoffe es nicht, weil eigentlich ist das ja, also so wie die NATO ja einen Bündnisfall hat, ja, wenn sie, also wenn quasi Soldaten von ihr auf ihrem Land attackiert werden, dann sagt sie, hey, okay, jetzt ist Schluss, ja, also jetzt haben wir den Bündnisfall. Denke ich auch, dass Russland nicht ewig dem Ganzen zusehen wird. Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Putin so wahnsinnig ist, wie man ihn natürlich gerne darstellt, aber sie können das nicht einfach, also sie werden dem nicht tatenlos zusehen, dass man da Soldaten hinschickt, weil sie haben natürlich ein Interesse, diesen Konflikt zu gewinnen. Wenn sie jetzt dann auch noch das komplette NATO-Heer gegen sich haben, dann schaut die Sache anders aus. Aber das ist ja eigentlich eine vollkommen unnötige und ungerechtfertigte Eskalation. Also ich hoffe es einfach, dass das nicht passieren wird. Ja, da kann ich mich dir auf jeden Fall nur anschließen. Ich hoffe auch, dass das auf keinen Fall passieren wird, aber man kann es befürchten, dass dem so sein wird. Ein anderer Vorschlag kam jüngst von Roderich Kiesewetter und Olaf Scholz. Ukrainischen Soldaten, die hierzulande keinen Job haben, ukrainische Soldaten, die, also Soldaten sage ich schon, oh Gott, ich bin auch schon in dieser militärischen Sprache. Männer im wehrpflichtigen Alter, Flüchtlinge, die eben nicht bereit waren für Selenskys korruptes Regime und die Machtinteressen westlicher Länder beziehungsweise die wirtschaftlichen Interessen von BlackRock und Co. zu sterben. Diese Leute wollen Scholz und Kiesewetter, wenn sie in Deutschland keinen Job haben, eventuell in die Ukraine abschieben, ihnen alle Leistungen kürzen und sie anschließend zurück in die Ukraine schicken, damit sie dann dort eingezogen werden können. Also das sind Dinge, die mittlerweile in Deutschland diskutiert werden. Was hältst du davon? Ja, also extrem furchtbar. Wenn man sich vorstellt, ich habe heute gelesen, es gibt, glaube ich, 90.000 Männer, also 90.000 Ukrainer, sind zur Fahndung der, ja, Rekrutierungsbehörden ausgeschrieben. Also das heißt, das sind 90.000 Soldaten sozusagen, nach denen die Ukraine fahndet. Das heißt, also alles Leute, die eben nicht in diesem Krieg kämpfen wollen, denen das eigene Leben wichtiger ist als jetzt das Fortbestehen eines nationalistischen Ideals. Und also Kriegsdienstverweigerer oder Leute, die vor Krieg flüchten, die auszuliefern, das ist schon richtig. Also wenn wir Asylbewerber nicht abschieben, wenn ihnen sozusagen Leid droht, also wenn es nicht sicher ist in ihrem Herkunftsland. Und das ist ja auch was sehr Sinnvolles. Aber dann bei Soldaten oder beziehungsweise bei Wehrpflichtigen zu sagen, naja, komm, du hast ja wenigstens einen Helm. Also, das ist ja eigentlich, ich sehe das als genauso verwerflich an und ist eigentlich furchtbar. Ich weiß nicht, warum man sowas macht. Also, Also, ich weiß schon, warum man sowas macht, weil man eben diesen Krieg weiterführen will. aber das ist ja eigentlich nur auch nur ein, ja, also ein Tropfen auf den heißen Stein, beziehungsweise, ja, der Druck, der ist ja dann eigentlich enorm. Also wenn du, man muss sich mal vorstellen, man ist so jemand, der eben im wehrfähigen Alter ist und man hat es aber geschafft, man ist eben in einem sicheren Land und ja, wenn der Chef das mitkriegt, dann sagt er, okay, also die Überstunden, die machst du, weil sonst kündige ich dich. Und wenn du gekündigt wirst, weißt du, was passiert. Also für diesen Arbeiter ist das ja, ist das eine ganz, ganz furchtbare Situation. Das stimmt, das so nochmal auf
andere Art und Weise Ukraine unter Druck gesetzt werden können, jeden noch so schlechten Job anzunehmen und entsprechend so das deutsche, also ja, wie gesagt, wie das moralisch zu bewerten ist, hast du gerade schon gesagt, aber wir müssen uns klar machen, so skrupellos sind die Politiker, die uns regieren, dass sie sich solche Gedanken machen. Also okay, wenn wir die Ukrainer jetzt entweder sagen, ihr sterbt an der Front oder ihr seid hier in Deutschland bereit, jeden noch so miesen Scheißjob anzunehmen, wofür werden sich da viele entscheiden? Also ja, das muss man sich wirklich mal überlegen. Und die Ukraine hat ja jüngst das Mobilisierungsalter auf 25 Jahre gesenkt, eine neue große Mobilisierungswelle gestartet, die mehr oder weniger gescheitert ist. Also die Menschen wollen nicht mobilisiert werden, sie verstecken sich. Du hast gerade gesagt, die Ukraine fahndet nach 90.000 Menschen, die irgendwie nicht bereit sind zu kämpfen. So viel zu, die Ukrainer seien bereit zu kämpfen, das behauptet unsere Propaganda ja immer wieder. Nein, sind sie nicht. Also Umfragen sind, wie gesagt, extrem schlecht zu bekommen aus der Ukraine, aber es zeichnet sich bei den Umfragen, die zu bekommen sind, immer mehr eine Trendwende ab. Also du musst, wenn du bei so einen Umfragen antwortest, Angst haben, dass du eventuell abgeholt wirst, wenn du das Falsche antwortest und da eventuell einer mithört. Also deswegen sind solche Umfragen immer mit Vorsicht zu genießen, wenn sie aus einem Land wie der Ukraine kommen, das ja mittlerweile, ja, wirklich politisch gesehen eine Diktatur ist. Also wie gesagt, die Medien sind gleichgeschaltet. Leute, die kritische Social Media Posts verfassen, kommen jahrelang ins Gefängnis. Alle linken Oppositionsparteien wurden verboten. Also das hat ja nichts mehr mit Demokratie zu tun, was da passiert. Zelensky ist ein Usurpator, der Mann ist nicht mehr demokratisch gewählt, seine Amtszeit ist abgelaufen und trotzdem sitzt er weiter im Amt, weil er eben Wahlen bis auf Weiteres abgesagt hat. Das ist die Situation in der Ukraine und deswegen sollte man da bei Umfragen immer vorsichtig sein, die Umfragen, die zu bekommen sind, da zeichnet sich eine Trendwende hin zu einem verstärkten Friedenswillen und einem immer größeren Misstrauen in die Regierung Zelensky ab, was angesichts der militärischen Misserfolge und des immer weiteren Ausblutens der Ukraine auch zu erwarten war. Es gab schon erste Proteste für Verhandlungen, was, wie gesagt, sehr verwunderlich und auch sehr risikoreich für die Leute ist, die daran teilnehmen. Da drohen dir jahrelange Haftstrafen für in der Ukraine. Ja, das Schlimme ist ja auch, selbst wenn dieser Krieg irgendwann einmal enden sollte, hat man ja auch schon Pläne dafür und leckt sich die Finger, denn dieses Land muss aufgebaut werden. Und da gab es ja auch schon mehrere Wiederaufbaukonferenzen. Und sehr wahrscheinlich wird das ähnlich wie im Irak laufen. Das heißt also, da werden große Baukonzerne und sonstige Firmen, die Infrastruktur bereitstellen können, natürlich hoffen, dass sie da lukrative Aufträge an Land ziehen können. Also, das Land wird ausverkauft werden. So oder so. Ja. Also, deswegen ist ja auch die Sache, wollt ihr wirklich unter den Russen, also von Russland geknechtet werden? Naja, ihr werdet sowieso dann vom Westen geknechtet. Also ich weiß nicht, ob Russland die komplette Ukraine besetzen wird oder können wird. Oder ob sie dann wirklich nur die Ostgebiete nehmen, aber... Das hängt vom Verhalten der Ukraine ab. Also die russische Verhandlungsposition ist aktuell. Wir wollen Saporischschja, Kherson, Luhansk und Donetsk, die Gebiete, die wir annektiert haben. Aber den Rest könnt ihr behalten, nur macht die Ukraine neutral. Das sind mehr oder weniger die russischen Forderungen. Oder um es in der Sprache von Russland zu sagen, Entnazifizierung, Neutralität, Entmilitarisierung und Anerkennung der territorialen Realitäten. Ah, gut, das mit der Entnazifizierung. Okay. Ja, man weiß aus den Verhandlungen von Istanbul, also Entnazifizierung und Demilitarisierung, also dass eine Demilitarisierung sowieso nur eine Folge der Neutralität sein kann und nicht die erste Maßnahme sein wird, das ist sowieso klar. Das wird in Verhandlungen nach und nach ausgehandelt werden, wie das abläuft. Die Entnazifizierung, das ist so ein Propagandapunkt, den hat man ja drin, weil man der russischen Bevölkerung erzählt hat, man würde gegen ein Naziregime kämpfen. Ja, es gibt faschistische Milizen in der Ukraine, ja, es gibt Neonazi-Parteien, die wesentlich stärker und einflussreicher sind als in allen anderen westeuropäischen Ländern. Ja, es gibt auch radikale Ethnonationalisten in der ukrainischen Regierung, also die jeden AfDler hierzulande gemäßigt aussehen lassen. Also Kirill Budanov, der hatte noch, als er Oberbefehlshaber gesagt, auf der Krim, ja, da gibt es Volksteile, die sind illoyal, die müssen wir physisch vernichten. Das war die Sprache.
Das ist direkter als Höcke, ja. Ziemlich direkter, aber ja, das ist die Sprache der ukrainischen Regierung und das war natürlich, ist es trotzdem russische Propaganda zu sagen, die Ukraine wäre ein Nazi-Staat, das ist sie, ein faschistischer Staat, das ist sie natürlich nicht. Es ist ein Staat, wo Faschisten und Ethnonationalisten bis in höchste Ämter aufsteigen können und wo faschistische Milizen in vielen Städten de facto das Gewaltmonopol ausüben, wo faschistische Parteien völlig ungestört agieren können, während wegen jede linke Opposition mit dem Tod bedroht bzw. zerschlagen und ins Gefängnis gesteckt wird. Aber sie ist kein faschistischer Staat. Also sie gibt sich zwar immer weniger, aber sie gibt sich noch den Anschein, als wäre sie eine westliche Demokratie. Wie gesagt, Gleichschaltung der Medien, Abschaffung der Wahlen, ist da auch alles mittlerweile passiert, aber soweit, wie Russland es bei seiner Kriegserklärung beschrieben hat, sind die Verhältnisse in der Ukraine ja doch noch nicht bekommen. Aber der Punkt war tatsächlich den Russen gar nicht so wichtig. Das bestätigt eigentlich so Annahmen aus der realistischen bzw. neorealistischen Theorie, die du ja vorhin angesprochen hattest, dass Staaten eben doch im Großen und Ganzen rationale Akteure sind, dass Russland relativ egal ist, wie die Ukraine ihre Bevölkerung behandelt, wie rechtsradikal oder faschistisch sie jetzt genau ist. Das ist Russland relativ egal. Das interessiert Russland nur insoweit, insoweit es die geostrategische Lage der Ukraine weiter Richtung Westen schiebt. Also der ukrainische Rechtsradikalismus ist für Russland nur insoweit relevant, insoweit es für die russische Außenpolitik von Interesse ist. Also Russland ist es relativ egal, wie es der ukrainischen Bevölkerung geht. Russland ist daran interessiert, keinen NATO-Vorposten vor der eigenen Grenze zu haben. Und das ist ein Verhalten, was jede Großmacht immer wieder in der Geschichte an den Tag gelegt hat. Kein Land hat die Freiheit zur Feindschaft gegenüber einer benachbarten Großmacht. Das muss man sich immer wieder klar machen. Also als Kuba das mit den USA probiert hat, da haben die USA mit dem Atomkrieg gedroht. Bei anderen Ländern, die sich versucht haben, von den USA jetzt gar nicht mal einem feindlichen Bündnis anzuschließen, sondern einfach eine gewisse Autonomie zu erreichen, wie Venezuela oder wie Bolivien, da haben die USA mit Putschversuchen geantwortet. Oder mit Wirtschaftsboykotten. Also das ist ja völlig normal für westliche Imperialstaaten, dass sie Versuche, sich unabhängiger zu machen von Nachbarländern oder sich gar feindlichen Militärbündnissen anzuschließen, dass sie die mit extremster Brutalität und sofort mit Kriegsdrohungen beantworten. Aber ja, wenn Russland das macht, dann kann man auf keinen Fall handeln, denn die Ukraine, die muss ja die Freiheit haben, die NATO-Grenze bis vor Kursk und bis für Kursk und Belgorod tragen zu können. Ja, da gelten dann wieder eben die moralischen Maßstäbe. Da ist dann, oh nein, das kann man doch nicht tun. Die arme Bevölkerung, die haben doch, das ist doch ein eigenes Volk. Den muss man doch da die Souveränität und so weiter lassen. Während man das eben, so wie du schon gesagt hast, in Mittelamerika, da zählt das dann auf einmal nicht mehr, ja. Und Afrika ebenso. Also da hat man dann nicht so viel Verständnis für, beziehungsweise da kann man das dann wieder anders rechtfertigen. Aber ja, bei der Ukraine auf einmal, da startet es wieder mit Moral. Ja, diese Moral, die ist ein Argument, das wendet man immer beim Feind an, aber niemals bei sich selbst. Das ist doch sehr interessant. Bei sich selbst, da ist dann die Sicherheit wieder ganz wichtig. Und wie kann es die Sowjetunion beispielsweise wagen, eigene Atomraketen vor die Haustür der USA zu verlegen in der Kuba-Krise? Das Argument zählt jetzt bei Russland in der Ukraine seltsamerweise nicht. Obwohl die Sowjetunion sich gegenüber der NATO niemals aggressiv verhalten hat. Obwohl die Sowjetunion immer relativ defensiv war, wenn man sie mit der heutigen NATO-Politik gegenüber Russland vergleicht. Aber das sind historische Exkurse, da brauchen wir jetzt nicht mehr so tief reingehen. Aber diese Doppelstandards finde ich nur immer sehr interessant. Und da ist die Frage, die wir uns zwischen zu Beginn gestellt haben, wie setzen wir dieser Kriegspropaganda, die hier aller Orten läuft, etwas entgegen? Ich glaube, man muss einfach deutlich machen, dass dieses Schwarz-Weiß, wie es in den verbreiteten Medien üblich ist, dass das zu einfach ist, dass das ein Holzschnitt ist der tatsächlichen Verhältnisse und dass es in der Politik, also gerade in der Außenpolitik, um andere Dinge geht, dass eben diese moralischen Begründungen, dass die nur vorgeschoben sind, dass unsere Politiker uns da eben einen Bären aufbinden, wenn sie sagen, es geht hier um eine wertebasierte Regelordnung oder regelbasierte Werteordnung oder so.
Und dass man, ja, ich glaube, man muss die Menschen ja ermutigen, da ein bisschen auch dem Feind, also in Anführungszeichen dem Feind, zuzuhören und zu erkennen, dass eben auch Russen Menschen sind, dass Chinesen Menschen sind, dass und dass deren Staaten eben genauso wie unsere Staaten auch daran ein Interesse haben, dass es ihrer Bevölkerung gut geht. Ja, dass die haben ein anderes System und dieses System produziert natürlich auch negative Folgen für Menschen. Aber grundsätzlich geht es denen ebenso wie jeder anderen Regierung auch darum, dass es ihnen gut geht. Und ja, eigentlich das, worum es gehen sollte, ist dann nur, dass man eben einen Interessensausgleich findet mit möglichst wenig Leid und nicht, okay, da ist der böse Block und hier ist der gute Block. Das sehe ich auch so, diese Moralisierung grundsätzlich in Frage zu stellen, das ist sicherlich wichtig. Und wir dürfen auch keine Angst vor Kontaktschuld haben, oder du hast es gerade schon gesagt, wir müssen uns auch die Sicht des Feindes ansehen. Wir dürfen keine Angst davor haben, dass wir als Verschwörungstheoretiker, Putin-Freunde oder rechts oder sonst irgendwas diffamiert werden, wenn wir uns beispielsweise mit Leuten unterhalten, die für die russische Position sind. Also wenn wir uns von dem Mainstream quasi einreden lassen, wir dürften jetzt nicht mit denen reden oder wir dürften nicht mit denen reden, ja, dann sind wir dann die Nächsten, mit denen nicht geredet werden darf. Und das halte ich für sehr gefährlich. Deswegen sollten wir da wirklich uns daran zu erinnern, diejenigen, die hier den Krieg vorantreiben, das sind unsere Mächtigen. Und unsere Mächtigen sind die Hauptgegner, die wir hier quasi gegen uns haben, wenn wir für Frieden streiten, wenn wir uns für eine auf Ausgleich setzende Außenpolitik einsetzen. Und dementsprechend sollten wir nicht auf Kontakt sperren, nicht auf Diffamierung oder irgendwas eingehen, sondern wir sollten dem immer offensiv begegnen und gerade den Kontakt mit jenen, die als Putin-Freunde, Verschwörungstheoretiker, als Rechts oder sonst was diskreditiert werden, suchen. Das ist jedenfalls etwas, was ich für sehr, sehr wichtig halte, dass wir auch einen Schulterschluss zwischen allen Friedensbewegten in Deutschland irgendwie finden. Absolut, ja. Und ich würde sagen, war ein guter Talk. Also das waren jetzt nochmal etwas optimistischere Schlussworte, obwohl das ja ein sehr ernstes Thema ist. Ja, es ist man leider darf. So in diesen Zeiten, dass man so viel über Krieg reden muss. Aber dann würde ich den Talk jetzt schließen. Alles klar.